Let's go. So, ich bin sehr gespannt, was der Händler für uns hat. Und ich bin auch gespannt, was wir mit den Materialien machen, die wir finden. So, wer ist er? Seid gewarnt. Ich brauche nur zu schreien und im Nu kommt Hilfe. Beruhigt euch, Herr. Antea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, natürlich. Es tut mir so leid. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid. Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der an diesem verfluchten Ort gefangen ist und darauf brennt, woanders zu sein. Verlässt du die Stadt? Ihr wollt die Stadt verlassen? So schnell wie möglich. Seid ihr mit dem Schiff gekommen? Eins ankert in der Bucht. Vielleicht könnte der Kapitän mich und meine Waren in Sicherheit bringen. Die Mannschaft hat sich geweigert anzulegen und ich vermute, dass sie bei der nächsten Flut auslaufen werden. Wir sind selbst an Land gerudert. Darf ich fragen, wo ihr das Ruderboot gelassen habt? An einem Küstenweg, bekannt für seine bösen Schemen und blutigen Leichen. Hoffentlich schwimmen eure Waren, wenn ihr die Reise machen wollt. Optimistisch. Habt ihr schlechte Träume? Oh, das ist eine gute Frage. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie, noch bewegt sie sich. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Sie steht nur da und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde? Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. So sieht es aus. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Und nicht einmal etwas dafür berechnen werde ich euch. Erzählt mir doch bitte von dem Fluch. Ich sage euch eins. Wer dem Fluch zu trotzen wagt, ist wahrhaft mutig. Und wie ich fürchte, töricht. Verbannen ist mein Metier, Herr. Und um es auszuführen, brauche ich Einzelheiten, wenn's beliebt. Ein Verbanner muss Kettchen tragen. Schmuckstücke meine ich, Talismane. Wenn ihr zu viele davon habt, befreie ich euch gern von eurer Last. Was ich brauche, sind Informationen, so funktioniert das nicht. Was ich im Moment brauche, sind Informationen über den Fluch. Was habt ihr gesehen, das mir bei meiner Arbeit helfen könnte? Ich habe Hungersnot gesehen. Wahnsinn! Den Schatten des frühen Todes! Und das Wetter! So viel Wetter! Nun ja, das war alles nicht neu für mich, aber ich habe es noch nie auf einmal gesehen. Hier ist alles überall und alles zur gleichen Zeit. Die Leute bleiben in den Häusern und warten auf Anweisungen. Eigentlich warten sie auf den Tod. Sie alle sind zukünftige Geister. Okay. Aber auch die Dialoge sind einfach gut. Also, bis jetzt echt... Die meisten meiner Waren sind bereits verpackt. Aber ein Geschäft schlage ich nie aus. So, jetzt bin ich gespannt. Also, wir können kaufen. Okay. Leder, Fell, Leinen und Wolle. Ich nehme an, das sind Dinge einfach zum Sachen verbessern, die wir auch so finden. Wir können... unsere Sachen auch verkaufen, okay. Aber momentan glaube ich alles ist aber günstig, ne? 100 Leder für 4 Achtrealis-Münzen? Also es wirkt günstig, aber wird schon seinen Grund haben.
Okay, und wir haben einen Ruf bei dem Händler. Wir sind momentan bei ihm neutral. Ich nehme an, wir können unseren Ruf bei ihm verbessern und dann werden die Sachen halt günstiger. Okay. Ich wünsche einen guten Tag, Squire Paris, und danke für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Seid bitte vorsichtig. So, okay, cool, alles klar. Dann ab zum Friedhof. Okay, wer ist er? Ein Irrlicht. So dicht bei der Stadt. Friedhof geschlossen. Mir scheißegal. Wir gehen da rein. Wo führst du mich hin? Aber ich muss sagen, ich finde auch die Story wirklich cool. Also ich bin echt invested. Ihr schon wieder? Plage. Oh shit, ich habe ihn geparried. Okay, also wir können doch parryen. Geil. Sehr, sehr cool. Oh, der lebt noch. Hier ist niemand sicher. Jetzt nicht mehr. Ich frage mich, wie wir unseren Heal auffüllen. Also wir haben ja vorhin schon einen benutzt. Wir haben insgesamt 3. Und jetzt habe ich aber wieder... Dann hatten wir nur noch 2, obviously. Und jetzt habe ich wieder 3. Also ich frage mich, wann er sich aufgefüllt hat, was die Mechanik dahinter ist. Ich glaube, da bahnt sich ein neues Lieblingsgame an. Na, okay. Wir wollen mal nicht übertreiben. Es gibt schon... Also, für mich kann es... Wird es niemals zum Beispiel mit einem... Also, meine Lieblingsgames, Red Dead Redemption 2 oder so. So, da wird es wahrscheinlich nicht rankommen. Oder die Dark Souls-Reihe oder so. Aber es ist deutlich besser als das durchschnittliche Game. So ein Assassin's Creed Mirage oder so, da ist es schon... Deutlich besser hier. Aber wie gesagt, mal gucken. Wir sind noch nicht allzu lang drin. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Jemand wollte sie nicht hier haben. Aber bis jetzt Kampfsystem und so ist schon alles ziemlich geil. Ich bin immer noch so am Arsch einfach von der Reise. Also heute auch ein bisschen ruhiger Stream. Weil ich einfach nicht so in der Mut bin und tatsächlich meine Augen brennen. Ich bin übelst müde. Ich glaube, wir machen auch noch so eine ungefähr... Ja, WB Madnix, by the way, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, wir machen noch so eine ungefähre Stunde und morgen dann wieder ein bisschen länger. Was war das? Warum brennt meine Hand? Warum brennt meine Hand? So, will ich jetzt hier hoch? Wir gucken mal da hoch. Pyrit, okay. Also Pyrit, glaube ich, gab es auch schon in anderen Games. Ich weiß gar nicht, gibt es wahrscheinlich auch in echt. Glaube ich, so Feuerzeug. Also, irgendwie für Brandbomben oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ah, Geistersicht. Als Verbannter kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangefarbenen Aura. Sieh dich dort um die Quelle zu finden. Jetzt sehe ich nicht, was ich aufgehoben habe. Kann ich Leder. So, jetzt können wir geradeaus oder links, aber ich glaube... Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Viele Tote in den letzten Jahren.
Also habe ich dir da einen guten Tipp gegeben mit dem Game. Freut mich ja definitiv, definitiv. Vor allem, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Also weder den Release noch dass das Game irgendwie jetzt wahrscheinlich niemals gezockt. Aber wie gesagt, bis jetzt Story, Gameplay, super cool. Also bin ja eh so ein kleiner Souls-like-Fanboy. Okay, aber die Sackgasse hier war irgendwie weird. Hier war irgendwie gar nichts. Dann stellt sich mir immer die Frage, warum gibt's das hier? Ah, Charles, sein Grab. Okay, habe ich nicht gesehen. Warum hast du nicht auf uns gewartet, alter Freund? Wart mal ab. Ich mache es wieder gut. Versprochen. Was? Ich hab's ja schon ein bisschen weiter gesehen. Ah, jetzt beginnt wieder dieses, wo gehen wir als erstes hin? Ich glaube, ich gehe, weil hier war sein Grab. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier Story Progress kommt. Genau, und hier brennt unsere Hand. Das bedeutet, wir schauen mal. Ich weiß nicht. Wir gucken mal hier lang. So, hier kommen wir, glaube ich, gar nicht weiter, ne? Okay. Ah, und hier kommen wir wieder zurück, wo wir auf der anderen Seite auch hätten runtergehen können. Das heißt, wir gucken mal hier runter. Was ich auf jeden Fall machen will, was ich bei fucking Dark Souls verpasst habe und erst viel zu spät gemacht habe, ist einfach parryen lernen. Habe ich bei Dark Souls gemacht, glaube ich, im zweiten, dritten Run. Und es macht das Game so viel geiler. Küstenkerzen. Okay, so, hier kann ich nicht weiter. Finde ich immer, ja, nicht so geil gelöst. Also ich bin kein Freund von so unsichtbaren Wänden wie hier. Aber gut. Auch nicht so tragisch. So, das bedeutet... Ach, warte mal. War hier irgendwas? Nee. Kann ich da hoch? Sieht nicht so aus. Okay, das heißt, wir müssen da drüben wieder hoch. Ja, okay. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt nur noch einen Weg, den wir gehen können. Und das ist der Weg der brennenden Hand. Da ist auch wieder unser Irrlicht. Alle, die hier liegen, starben 1677. Tobte damals eine Epidemie? So, da oben ist noch ein verschlossenes Tor. Oh, kommt jetzt Bossfight? Bossfight? Oh, bitte gib mir einen Bossfight. Hätte ich richtig eine Bock drauf. Erinnerung klingt hier nach. Golden Winterlied. Kann ich sie sichtbar machen. Ritual durchführen. Ritualstätte. Erforderliche Rohstoffe. Rituale. Verbanner können Rituale durchführen. Die Beschaffenheit des Ortes bestimmt, welches Ritual durchgeführt werden sollte. Die Durchführung eines Rituals verbraucht Ressourcen, selbst wenn du ein falsches Ritual wählst. Um die Erinnerung sichtbar zu machen, musst du ein Ritual des Horchens durchführen. Okay, ich bin einfach, also momentan bin ich einfach nur verwirrt. So, Harken. Ein Echo enthüllen. Dieses Ritual hilft, sich auf eine verblassende, aber hartnäckige Erinnerung einzustimmen, die von einem verweilenden Geist hinterlassen wurde. Und zwar durch Worte des Zwangs oder eine Schnitzerei bzw. eine Zeichnung des Sternbilds Löwe. Erzwungene Manifestierung. Einen Geist oder ein Schemen zum Erscheinen zwingen. Hier war es ein Echo. Generell muss die Kette genutzt werden oder Kenntnis darüber bestehen, die einen Geist an das Lebendreich bindet. Das haben wir ja vorhin gemacht. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Stier kanalisiert werden.
Geißel beschwören, eine Geißel zum Erscheinen zwingen. Unterstützt durch zwingende Worte, eine Schnitzerei oder eine Zeichnung des Sternbilds Adler, zwingt dieses Ritual alle Arten von Geißeln, Vogelscheuchen, Furien, Klargeister und so weiter zur Offenbarung. Das heißt, die Gegner, die kommen ja auch alle noch. Also Vogelscheuchen, Furien, Klagegeister. Das heißt, die gibt's ja dann auch. Also, es muss ja eigentlich das hier sein. Der Geist, der praktisch durch irgendeine Bindung noch an diese Welt gekettet ist. Was ich vorhin eingesammelt habe, sollte reichen. Ja, aber was, wenn ich jetzt das Falsche mache? Dann geben wir es ja trotzdem aus. Mehr brauche ich nicht. Wir haben auch davor nicht mehr gebraucht. Also wir hatten ja genug. Okay, was die gemacht haben, habe ich nicht verstanden. Sunderpilz. Pyrit. Oh, alter Junge, ist hier viel Pyrit. Von da kann ich runterspringen, aber dann bin ich wieder da, wo ich vorhin war. Genau, da unten waren wir nämlich vorhin schon. Okay, das heißt, da muss ich nochmal Pyrit. So, ich hatte gehofft, wir kriegen vielleicht noch ein paar Informationen. Oder warte mal, was sind das für komische Linien auf dem Boden? Hm. Okay, die helfen mir auch nicht weiter. Weil in dem Fall mache ich jetzt einfach, was ich denke, und zwar die Manifestierung. Mal gucken, ob es die richtige Beschwörung ist. Richtige Ritual. Alter, es ist geil, Junge. Auch das hier, auch diese Mechanik finde ich schon wieder so. Nein! But why? Es hat alles so gut Sinn gemacht. Hä, aber... Ich würde gerne hier die Beschreibung nochmal lesen. Ich meine, das hier macht auch irgendwie Sinn. Aber woher hätte ich denn jetzt wissen sollen, dass es das hier ist? Weil das hier hat auch Sinn gemacht. Dann kann es eigentlich nur das hier sein. Ja, okay. Cutscene. Ah, das ärgert mich jetzt. In jeder Spur steckt eine Geschichte. Weil sie es gesagt hat, dass da ein Echo ist. Ach, scheiße. Okay, ja gut. Mein Fishbrain hat halt, nicht mitgedacht. Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher. Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Okay, okay. Dieses Ding, dem er gegenübertrat. Charles, Tipp erhalten.
Charles sorgte sich, welchen Einfluss der bedrohliche Geist auf die Träume der Siedler hatte. Charles wollte den Geist manifestieren, aber versagte. Okay, im Angesicht des schrecklichen Wesens, das New Eden bedroht, versagte Charles Davenports Herz. Ach, das... Warte, hat denn jetzt das Viech umgebracht oder hat er einfach einen fucking Herzinfarkt, wo er es gesehen hat? Weil gerade sah es so aus, als hätte das der Geist ihn umgebracht. Spannend. Was war das? Intention erhalten. Okay, das ist dasselbe. Okay. Untersuche den Ort, an dem Charles starb. Also hier. Charles Bibel. Charles Bibel, die halb vergraben im Schlamm des Friedhofs gefunden wurde. Sie wird bei Hiob, Vers 7, Absatz 13 bis 15, heißt es, glaube ich, aufgeschlagen. Wenn ich sage, mein Bett wird mich trösten, meine Couch wird meinen Beschwerden lindern. Ich schwör's dir, das Erste in der Bibel, was Sinn macht. Meine Couch wird meine Beschwerden lindern. Auch sobald ich auf der Couch liege, ist alles anders. Dann ist alles gut. Dann erschreckst du mich mit Träumen und ängstigst mich durch Visionen, sodass meine Seele lieber den Würgegriff und den Tod wählt als mein Leben. Diese Kette wird mit der Essenz von Charles' Geist übergossen. Nach einem von Antea durchgeführten Abschluss wird das Band zwischen dem Geist und der Welt endgültig durchtrennt. Ah, also können wir damit praktisch Charles erlösen und von dieser Welt trennen. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder irgendein Ritual und dann kann Charles in Ruhe... Die Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen. Gut, zurück zu seinem Grab. So, was machen wir jetzt? Guck mal, jetzt. Kette. Genau. Generell muss die Kette, und gerade ist auch das Wort Kette gefallen bei der Bibel, muss die Kette genutzt werden, die einen Geist an das Lebendreich bindet. Ein solches Ritual kann durch zwingende Worte eine Schnitzerei oder einen Zeichenstern bestätigen. Okay, let's go. Für alte Freunde wie uns wäre ja. Nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Also du musst noch eine Stunde spielen oder auch weniger, aber das musst du. Um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Ich muss vor allem kämpfen, werde ich dich besiegen. Um 4.45 Uhr aufstehen. Game Changer. Oh nee, Fila, mach's nicht spannend, Alter. Jetzt muss ich wirklich. Ich um 5 Uhr. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist. So eine Dreiviertelstunde machen wir auf jeden Fall noch. Mindestens. Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Esther macht sich Sorgen. Antea. Hier seid ihr endlich. Oh, arme Esther. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Kennt ihr die Ursprünge dieses Fluchs? Kennt ihr den Ursprung des Fluchs? Ich weiß nicht, was ihn ausgelöst hat. Und auch nicht, wann dies geschah. Sicherlich vor vielen Monaten. Aber eines weiß ich. Dieser Albtraum hat New Eden aus einem bestimmten Grund gewählt. Also, ein Geist. Aber dieser ist anders.
Unerbittlich. Sehr schlau. Um ein Vielfaches grausamer als Schemen. Und genauso erbarmungslos. Warum habt ihr nicht auf unsere Hilfe gewartet? Die Bedrohung nahm zu. Die Verzweiflung wuchs. Es gab so viele Tote, Antea. So viel krankes Fleisch. So viele gequälte Seelen. Es blieb keine Zeit mehr. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Antea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Ach, der war auch ein Verbanner. Antea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt, aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Ich hielt Albträume für einen Mythos. Ein Albtraum ist der seltenste aller Geister. Ein mächtiger, heimtückischer Geist, geboren aus einer schrecklichen Tragödie. Wie kann ich ihn vertreiben? Die Texte liefern kaum einen Rat. Das Wenige, was dort steht, besagt, dass er überhaupt nicht verbannt werden kann. Wenn es ein Geist ist, kann er verbannt werden. Ihr habt euch Notizen gemacht, nehme ich an. Wo kann ich sie finden? Sie sind verschwunden. In den Tagen vor meinem Tod. Vielleicht habe ich sie verlegt, was aber untypisch für mich wäre. Wenn ihr sie findet, lest sie sorgfältig. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Etwas Wichtiges. Wir werden ihn verbannen, Red und ich. Der Tod unseres guten Freundes wird nicht ungesühnt bleiben. Seid gewarnt. Dieser Albtraum ist zu wütend, um erweicht zu werden. Und zu mächtig, um zerstört zu werden. Euer Tod schmerzt uns sehr. Eure Rückkehr schmerzt mich auch. Das weiß ich. Ich für meinen Teil bin froh, euch ein letztes Mal gesehen zu haben. Und dass ich Gelegenheit hatte, euch zu warnen. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Bin so gespannt auf den Bossfight. Ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert. Als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Wie manifestiert sich seine Niedertracht? Sie vergiftet die Seele und macht den Körper krank. Sie lockt Schemen an und wühlt die Elemente auf. Sie verseucht den Schlaf mit Albträumen. Eine Zeit lang zerfetzten die Schreie angsterfüllt Erwachter die Nacht. Als er mir erschien, sah ich nicht sein wahres Gesicht. Aber ich hörte eine Frau. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Esther braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, er ist einfach tot. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr Esther heimsucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor.
Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei. Und her, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Esther selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Esther, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es. Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Alter, aber auch die Cutscenes sind echt gut gemacht. Rettet sie, meine Freunde. Und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Antea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Der erinnert mich ein bisschen an Eivor aus Assassin's Creed Valhalla. Mein Charles, was glaubt ihr, wo er jetzt ist? Er ist... Ich weiß es nicht. Ich vermisse die Wärme seiner Hände, sein ruhiges Wesen im Haus. Wenn ich meine Augen schließe, steht er vor mir. Er ist an einem Ort, wo die Sonnenstrahlen den Schnee vertreiben. Dort ist es warm und es gibt frische Milch. Die Laken sind gewaschen, gebügelt und gefaltet. Nichts kann je Unruhe stiften. Du hast recht. Er hat seinen Frieden und du hast es verdient, dich auszuruhen. Aber ich muss sagen, ich hab erwartet, dass es schwieriger ist. Also ich habe so ein Lies of P oder so erwartet als Schwierigkeitsgrad oder Dark Souls, wo dir nach 5 Minuten so ein Boss hingelegt wird, für den du 25 Tries brauchst. Aber bis jetzt ist es ja gar keine Challenge. Leid. Ich werde ihn vermissen. So sehr. Morgen werden wir den Fluch weiter untersuchen. Wait a minute. Gute Nacht, Esther. Ihr beide. Wir brauchen euch. Wait a minute. Wo sind wir? Sie hat doch vorhin ein ganz anderes Haus gehabt. Ah, okay. Jetzt macht alles Sinn. Okay. With Red im Schulhaus. Okay, let's go. Boah, vor allem das Geile ist einfach an diesem Game, den Ausgang nicht finde hier. Hier. Das Geile ist einfach an diesem Game, ich will nicht nur weiterzocken, weil das...
War nicht der Ausgang. Ich will nicht nur weiterzocken, weil das Game einfach Bock macht, sondern ich will auch weiterzocken, weil ich wissen will, wie die Story weitergeht. Und weil ich wissen will, wie lange es dauert, bis wir den Ausgang hier finden. Das hier müsste es sein. Lass bitte nicht wieder dieselbe Tür sein. Gott sei Dank. Okay. So. Kompass. Kompass. Let's go. Nur die Ratten umbringen? Mit der haben wir schon geredet, oder? Ja, das war die, wo Alkohol hast und uns nicht gesagt hat, wo die Taverne ist. Haben wir mit der schon geredet? Guten Tag, Madame. Ich bin Antea Duarte. Darf ich wissen, wer ihr seid? Duarte. Duarte, ihr seid mit dem Verbanner gekommen, nicht wahr? Ich bin die Verbanner. Ja. Aha. Ihr seid also das Gesicht der Hoffnung, was? Ihr werdet also von meinem Zehnten bezahlt. Lasst euch mal anschauen. Aha. Nun, ich hoffe, ich liege falsch. Bathsheba Ingersoll. Ja, so heiße ich, soweit ich weiß. So heiße ich, soweit ich weiß. Okay, Alter. Sag ich aber jetzt auch immer, wer bist du? Soweit ich weiß, heiße ich David. Über deinen Laden. Erzählt mir von eurem Laden. Warum? Wollt ihr Geschirr kaufen? Oder Porzellan? Ein Leinenkleid? Das ist so ziemlich alles, was übrig ist. Schlimm, aber die Nachfrage nach den schönen Dingen des Lebens ist erloschen und Grundnahrungsmittel führen wir keine. Ich hätte abhauen sollen, als es noch ging. Ich bin wohl trotz allem eine Optimistin. Und das macht mich auch zu einer Närrin. Könnt ihr mir vielleicht etwas über das Haupthaus sagen? Der Pastor hat es geschlossen. Er sagt, es sei gefährlich. Stellt euch das vor. Beten soll jetzt gefährlich sein. Wisst ihr noch wann und warum? Wann ist schwer zu sagen. Ich gebe zu, mein Zeitgefühl ist verschwunden, weil die Tage jetzt so langweilig sind. Aber wir haben auch echt viele Dialoge, muss ich sagen. Und alle Dialoge sind echt gut vertont, also... Das mag seltsam klingen. Aber darf ich fragen, ob der Fluch euch schlechte Träume beschert hat? Sobald ich die Augen schließe. Ich bin im Laden. Münzen fallen von der Decke, zuerst nur wenige. Wenn sie auf den Boden fallen, zerbrechen sie. Wie verfaulte Zähne oder Fingerknochen. Erst wenige, die zu einer Flut werden. Die den Laden überschwemmt. Ich will fliehen, aber der Pegel steigt zu schnell. Ich ertrinke in den Knochensplittern. So, seid ihr froh, dass ihr gefragt habt? Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? Hat Haskell es nicht erklärt? Wir erstarren und gleichzeitig verrotten wir. Pastor Davenport sagte, er habe den besten Verbanner herbeigerufen, den es gibt. Könnt ihr den Fluch aufheben? Ich weiß, dass die meisten Flüche in Wirklichkeit Heimsuchungen sind. Und Geister sind zwar heimtückisch, aber nicht unbesiegbar. Nun ja, ich würde gern sagen, dass das ein Trost ist. Aber da würde ich wohl lügen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Madame. Dann seid ihr also auch optimistisch. Ganz schön dumm von uns. So, das zu... Waren wir hier schon? Habe ich mit dem schon geredet? Ja. Doch. Ah, aber wir haben neue Gesprächsoptionen. Wusstet ihr, dass Reverend Davenport glaubte, im Haupthaus Spuke ist? Ja. Leider beendete der verstorbene Pastor die Gottesdienste und schloss das Haupthaus. Kein Wunder, dass wir uns jetzt in dieser Lage befinden. Und was glaubt ihr, sitzt im Haupthaus? Miss, wenn der Teufel in unserem Haupthaus sitzt, dann haben wohl wir es als die Bewohner von New Eden versäumt, sein Werk zu verleugnen. Von den Life is Strange-Machern, wir haben echt gute Arbeit gemacht. Ja, Life is Strange waren auch geile Games, muss ich sagen. Da habe ich den neuesten Teil habe ich erst gezockt vor 2 Monaten oder so. Life is Strange, True Colors. True Colors hieß es, genau.
War auch gut, muss ich sagen. Schlechte Träume. Auch schon cool. Bachelor? Davon wollt ihr nichts hören. Oh doch. In meinem Schlaf schänden singende Dämonen unser kostbares Haupthaus und brennen es nieder. Zwei arme Seelen sind darin gefangen. Ein Mann und eine Frau, die Versprechen und Flüche in fremden Sprachen schreien. Ich schrecke auf und eile zum Fenster. Erleichtert stelle ich dann fest, dass das Haupthaus noch steht. Was könnt ihr mir über den Fluch sagen? New Eden wird von Gott geprüft. Bessere Tage liegen vor uns, wenn seine Diener demütig und treu bleiben. Höre ich da einen Hauch von Missfallen, Mr. Bachelor? Ich hatte auf ein freundlicheres Willkommen gehofft. Oh, ich zweifle nicht an Ihrer Ehrlichkeit und nicht an Ihrem Willen, den Teufel zu bekämpfen. Aber wir haben um Erlösung gebetet. Und, Madame, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, ihr seid kein Engel. Lebt wohl, Mr. Bachelor. Und wünscht uns Glück. Ich werde euch kein Glück wünschen. Ich wünsche euch Erlösung. Digga, die Leute sind alle so stressig hier. An sich sind die alle ganz in Ordnung, aber irgendwie regen die mich auch alle auf. Weißt du, waren wir hier oben schon? Ja, okay. Da war der Doomsday-Schriftzug in Areal Sands. Und ich glaube, hier war einfach zu... Nee, warte mal, hier waren wir auch schon auf dem Hof. Ah, aber das Haus war zu und hier können wir jetzt rein. I see, okay. Techniken der Verbanner. Wir sind als Verbanner keine spirituellen Anführer oder Inquisitoren, sondern vielmehr angeheuerte Geisterjäger. Spezialisierte und sensible Handwerker. Wir trainieren hart dafür, dass wir die Lebenden mit Hilfe unserer Rituale und unserem Wissen über Geister und Schemen schützen können. Wir sind keine Sekte. Bei uns gibt es weder eine Hierarchie noch ein festes Dogma. Der offensichtlichste Grund, warum jemand den Weg einschlägt, ein Verbanner zu werden, ist, dass er oder sie die Lebenden von den Toten schützen will, aus welchem Grund auch immer. Wir sind effizient, anpassungsfähig und vielseitig. Das bin ich auch. Unsere Gemeinschaft ist spärlich und nomadisch, genau wie unsere Vorfahren es waren. Auf der Suche nach lebenden Opfern der Toten ziehen wir durchs Land und stellen Spukermittlungen an, mit Techniken, die von Generationen von Meistern und Schülern erprobt und verfeinert wurden. Wir erlösen den Geist oder verbannen ihn. Dabei geben wir nur selten den Lebenden die Schuld. Im Gegensatz zu kümmerlichen Zauberern verschwenden wir unsere Zeit nicht mit der Herstellung verzauberter Gewehre, deren Kolben, Lauf und Schaft mit Runen und anderen Machtsymbolen graviert sind, um Gespenster zu jagen oder auf andere Weise zu vertreiben. Warum sollte man sich nur auf eine einzige Waffe verlassen? Lieber setzen wir unser Bannpulver ein, das nach überlieferten Rezepturen zubereitet wird. Unabhängig von der Munition kann so jede Feuerwaffe ein übernatürliches Ziel treffen und beschädigen. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. Bei der Auswahl von Mineralien und Pflanzen helfen uns unsere Kenntnisse in Alchemie und Botanik, sodass wir deren Eigenschaften bei unserer Arbeit nutzen können. Wir verschwenden weder unsere Zeit in Bibliotheken oder Schulzimmern, noch mit dem Zeichnen, Schnitzen oder Gravieren komplexer Kreise der Macht. Der Zeitgewinn ist nur halb so hoch wie das, was wir an Macht oder Einfluss gewinnen, was dann uns und die Menschen um uns herum in unnötige Gefahr bringt. Stattdessen trägt ein kluger Verbanner Stempel aus Holz oder Metall bei sich, mit denen er eine Tür, eine Wand oder einen Stein mit dem für das entsprechende Ritual erforderlichen Symbol kennzeichnen kann. Außerdem tragen wir Ringe mit diesen Symbolen an unseren Fingern, damit wir auf diese Weise stets eine Reihe mächtiger Runen zur Hand haben. Effizient, anpassungsfähig, vielseitig. So siegen und kämpfen wir. So schicken wir die schleichenden Toten dorthin zurück, wo sie hingehören. Aus Tod den Toten von Balthasar H. Frenhofer. Genialer Autor, von dem habe ich auch schon einiges gelesen.
So, hier können wir uns ausruhen. Ruhen wir uns aus? Wahrscheinlich, oder? Aber was ich finde, woran man merkt, dass es von den Life is Strange-Machern ist, was nicht so 100% smooth ist, ist das Movement. Also einfach das Laufen und so. Nicht weiter schlimm, aber es ist mir halt nur aufgefallen. Wir haben das Richtige getan. Charles war unser Freund. Ich liebe dich, Red McGrath. Aber? Aber wenn es um Geister geht, lässt dich dein Herz überstürzt haben. Ja, genau, es meckern oft auf sehr, sehr hohem Niveau. Wolltest du wirklich gerade Charles verbannen? Es war nicht Charles, na, es war schon Charles. Aber also ich finde das untere hier plausibler, weil es war ja Charles, er hatte ja seine Erinnerungen, er hat ganz normal geredet und so, aber ich glaube, er hätte dasselbe, es war das Richtige. Er hätte, glaube ich, dasselbe getan. Charles hätte dasselbe für deinen Geist getan, oder meinen? Hoffentlich hätte er zumindest kurz innegehalten. Charles war ein guter Mann, voller Liebe. Seinen Geist zu verbannen wäre sicher nicht leicht geworden, aber es wäre das Richtige gewesen. Geister bringen nichts als Light Red. Vergiss das niemals. Sie rauben den Lebenden ihre Essenz. Ja, aber sie tun es nicht immer aus Bösartigkeit. Das musst selbst du zugeben. Wir sind Verbanner. Wir erlösen die Lebenden von den Geistern, die sie plagen, indem wir diese verbannen. Auch ein Geist kann Qualen leiden. Der Aufstieg ist ein milderes Ende, eine Erlösung. Aber es ist das gefährlichere Vorgehen. Eine Verbannung ist sicherer. Würdest du mich auch verbannen, wenn ich zurückkehren würde? Du entkommst mir nicht so einfach. Dich würde ich von den Toten zurückholen. Das ist nicht witzig. Ich würde dich mit frischer Essenz vollstopfen. Ich würde dir so viel geben, dass du vom Leben aufgebläht zurückkehren würdest. Lebenden die Essenz rauben, um einen Geist damit zu füttern, würdest du nie. Und dann würde ich dich wieder töten. Digga, wie abgefuckt ist das denn? Aber das ist auch ein bisschen creepy, das untere, weil das impliziert ja, dass wir es wirklich machen würden. Und wir dürfen ja nicht unsere Kenntnisse nutzen, um uns selber einen Vorteil zu verschaffen. Das wäre ja auch irgendwie moralisch fragwürdig. Doch, würde ich. Und dann würde ich dich nochmal umbringen, weil du vor mir gestorben bist. Manchmal jagst du mir Angst ein. Ich weiß. Denkst du, Charles hatte recht? Dass das Ding im Haupthaus ein, wie hat er es noch gleich genannt, Albtraum war? Das hoffe ich wirklich nicht. Selbst unter Verbannern gelten solche Wesen als Legenden. Wir sehen morgen weiter. Jetzt wird geschlafen. Es war ein furchtbarer Tag. Ein Streamer hat gejammert, dass die Lootkisten immer gleich Schatz. Aussehen. Hä? Arme Esther. Wie sollen die sonst aussehen? Arme Esther. Auch bei Dark Souls sehen die Lootkisten alle gleich aus. Oh shit. Jetzt haben wir auch die fucking Albträume. Oder er zumindest. Sie hat ihren Feuerbann mitgenommen? Aber ich bin der überstürzt handelt. Okay, jetzt sind wir er. Okay, er hat auch Fackel und... Okay, er spielt sich sehr ähnlich. Dilat, war das der Game Changer, dass wir jetzt ihn spielen?
bist du? Du wirst kaum im Haupthaus sein, oder? Boah, Alter, der Mond sieht ja aber auch spooky aus. Oh, wie geil. Wir können einfach so speichern, wie wir Bock haben. I love it. I love it. Geh zum Haus der Begegnung. Okay. Noch nicht? Jemand da? Anthea? Warum wärst du allein da drauf gegangen? Offen. Anthea! Okay, ich glaube... Frage, ob wir rechts oder links lang gehen. Seht ihr dieses Flackern unten am Bildschirm? Da irgendwas passt da nicht. Seht ihr das? Irgendwas ist da... Aber nur, wenn wir nach oben laufen. Aber da buggt irgendwas. Alles nicht weiter schlimm. Aber ich glaube nicht, dass das so sein soll. Also, frag mich, ob wir das was irgendwas bringt, diese Kisten kaputt zu machen. Ich glaube, da war noch nie was drin. Oh, jetzt geht's los. So, komm her. Ich parry ich. Fuck. Nein, mach ich nicht. Du bist zwar der Boss, aber du hättest mich ruhig einweihen können. So, dich parry ich. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Na gut, dann halt nicht. Der hat irgendwie gar keinen Bock. Ihr habt nicht zufällig Anthea gesehen, was? Ich glaube, jetzt gibt's irgendeinen Plot-Twist oder so. Irgendwas, auch die Musik und so. Irgendwas passiert jetzt. Okay, Bossfight. Der wieder ein Totenkopf. Fuck. Fuck! Yes. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was mir das bringt, die zu parryen. Also ich kann danach nicht kontern oder so. Also ich mache den danach nicht mehr Damage. Also ich kann ja auch einfach ausweichen und sie danach wieder verprügeln. Also es bringt mir eigentlich gar nichts. Weil normal sind die Parries ja immer High Risk, High Reward. Also du hast High Risk, den Parry zu treffen, aber du hast danach auch High Reward, fetten Damage. Aber hier ist irgendwie, ich parry und dann haue ich trotzdem ganz normal auf ihn drauf. Das habe ich noch nicht ganz durchschaut. Also ich glaube ja, das wäre auch eine plausible Erklärung. Ich glaube ja, dass wir immer noch träumen. Und ja, ich weiß, dass wir vermutlich in die Kirche rein müssen, aber ich will einmal kurz gucken, was hier hinten ist. Aber hier ist tatsächlich nicht viel. Können wir das nicht kaputt machen? Lauf, Red, lauf. Okay, rein da. Drei blinde Mäuse. Schau, ich glaube, wir träumen. Schau, wie sie... Anthea? Blind. Alle blind. Ach, Red. Verstehst du nicht? Wir hatten nie eine Chance. Safe, ein Traum. Safe, träumen wir. Wo bist du? Ich bin da, Liebling. Was ist passiert?
Ich bin Dalibling. Wie kitschig. Zeig dich! Auch kein Traum? Bossfight? Sprach zu ihm. Sieh da, du bist des Todes. Der Mann aber hatte nichts getan und sprach. Herr, wirst du denn auch die Gerechten töten? Was? Bossfight. Das Zitat. Ich bin gespannt auf den Bossfight. Sei unbesorgt. Ich bin hier, um dir zu helfen. Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur Versäumnisse. Super Musik einfach. Was ja, das hast stimmt. Du mit dir angestellt? Teufel nochmal, Lady. Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast. Lady. Es gibt keine Liebe. Nur Schändung. Ich bin mir noch unsicher, ob das gerade sein Traum ist. Oder ob wir wirklich hier sind. Aber ich glaube, er träumt. Okay, erstmal Bossfight. Dein Liebhaber wird auf dich verraten. Wir wollen dir helfen. Kann sein, dass wir jetzt erst ein paar Mal sterben. Ich treffe meine Parries nicht, das kotzt mich an. Ich weiß gar nicht, ob ich das parry. Oh nee. Okay, ich glaube, ich muss ausweichen. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? A? Wo ist A? Wir wollen dir helfen. Was? Ah. No! Was? Das ist eine Cutscene. Okay. Wo ist das her? Wenn du hier auch nur ein Haar gekrümmt hast, wer... Willst du was? Ihr zu Hilfe kommen? Es gibt keine Hilfe. Es gibt nur... Vergeltung. Lass ihn los. Wie rührend. Du verlangst nach deinem Mann. Du glaubst, du liebst ihn. Tust du aber nicht. In den Tiefen deines Herzens gibt es keine Liebe. Nur... Verrat. Ich biete dir einen Tausch an. Er bleibt und du gehst und behältst dafür dein Leben. Ich verhandle nicht mit Geistern. So ein kluger Kopf. Und doch denkst du mit deinem dümmlichen Herzen. Du bist schwach. Nein! What the fuck? Sind wir tot? Spiel vorbei? Ja, werde ich dich erwarten.
Der eiskalte Ozean ließ seine Trauer zu einem Eiszapfen gefrieren, der sein Herz durchbohrte. Die Last seines Scheiterns zerrte ihn auf den Meeresgrund. Jenseits der Zeit, in der Dunkelheit ertrinkend, sprach er ihren Namen. Ja, wir waren einfach Tutorial bis jetzt. Nimm doch mich, schrie er lautlos und verzweifelt im kalten, stillen Wasser. Und auf der anderen Seite erhörte etwas sein Flehen und streckte seine Finger nach ihm aus. Einfach gut, ja, habe ich mir auch gerade wieder gedacht. Lass sie gehen. Nimm mich. Lass sie los. Okay, also ich nehme an, es war doch kein Traum. Und wir wurden wirklich auseinandergenommen in dieser komischen Kirche. Du bist wach? Wer seid ihr? Diejenige, die euch gerettet hat, sich tagelang um euch gekümmert hat. Wochenlang vielleicht sogar. Wochenlang? Was habe ich getan? Bevor ihr euch Vorwürfe macht, solltet ihr erst wieder zu Kräften kommen. Sie ist tot. Ja, deswegen seid ihr hier. Und das ist auch der Grund, warum ich gesendet wurde, um auf euch aufzupassen. Wer seid ihr? Es kommt mir vor, als wären wir uns schon mal begegnet, aber... Das kann nicht sein. Als würden wir uns schon ewig kennen. Aber wie? Ihr seid verwirrt. Das ist normal. Ein Nachtmahr hätte euch beinahe getötet. Ihr habt eure Liebste verloren. Und jetzt pflegt euch eine Hexe gesund. Hexe? Eine Hexe. Man nennt mich Sika. Finde den Verbanner, befahl meine Herrin. Kümmere dich um ihn und beantworte seine Fragen. Dann lass ihn sein. Wie fühlt ihr euch? Spielt das eine Rolle? Natürlich spielt das eine Rolle. Es bedeutet, dass ihr lebt und dass ihr noch nicht aufgegeben habt. Über den Nachtmahr. Dieser Albtraum, wie er zu mir sprach. Er traf mich im Innersten. Dergleichen habe ich nie erlebt. Wenige haben das. Und noch weniger können noch darüber berichten. Was hat einen so mächtigen Geist hierher gelockt? Wer weiß das schon? Zweifelsohne etwas Schreckliches. Ein Freund sagte mir einst, das größte Unrecht gebiert die größte Wut. Er wollte uns wohl warnen. Ein unumstößliches Gesetz. Ihr habt weise Freunde. Auf morgen ausschlafen, also meinetwegen können wir bis 1 Uhr machen. No way. Weil ich muss morgen 4.45 Uhr aufstehen. Und die restliche Woche auch, also nicht nur morgen, aber ich habe 6 Uhr Schicht, das heißt, ich fange um 6 Uhr an. Ja, wir machen diesen Dialog hier noch und dann werden wir danach Schluss machen. Weil ich bin aber auch wirklich am Arsch noch vom Wochenende. Also es ist super anstrengend, gerade für mich, weil meine Augen brennen. Ich bin einfach nur müde. Wir machen morgen wieder in alter Frische weiter. Und auch wieder ein bisschen länger. Dann kannst du ja durchmachen. Ja, könnte ich wirklich fast. Auf Steam schneidet das Game ziemlich gut ab. Ja. Und trotzdem hatte ich es nicht auf dem Schirm. Also ich habe Philat gebraucht, der mir sagt, zock dieses Game. Aber ich muss sagen, habe ich vorher nichts von gehört, ging mir genauso. Bis Philat mir gesagt hat, Banishers New Eden. Oder wie das Game heißt. Wie heißt das Game überhaupt? Was zocken wir ja eigentlich? Banisher Ghosts of New Eden, genau.
Und das ist immer noch nicht der Game Changer. Ja, aber dann haben wir den Game Changer halt morgen. Dann können wir uns drauf freuen. Aber wie gesagt, nach jetzt 3 Stunden zocken, muss ich sagen, oder mit Schweden Dia-Show 2,5 Stunden zocken oder so, mich wundern die Bewertungen nicht. Also das Game ist einfach wirklich verdammt gut. Wer hat euch geschickt? Ihr Name ist Ceridine und meine Hände und Worte gehören ihr. Darüber hinaus müsst ihr euch um nichts sorgen. Ceridine. Ihr hättet mich sterben lassen sollen. Hey, jetzt komm. Sowas fangen wir gar nicht erst an. Ceridine, Seeker. Diese kleine Sucherin, die euch bat, mich zu finden, ist sie vielleicht Schottin oder sowas? Sie heißt Ceridine. In ihrem Alter ist es nicht ein Ort, von dem sie stammt. Und ja, obwohl ich euch gefunden habe, sagte sie mir, wo ich suchen soll. Muss auch um 5 Uhr hoch wieder. 22 Uhr ist da mal Limit bei mir. Ja, aber musst halt auch bedenken, Limit 22 Uhr bei dir. Ist ja bei mir jetzt, sag ich mal, 21.30 Uhr oder so Stream ausmachen, heißt ja dann immer noch irgendwie ein bisschen runterkommen. Also ich kann nicht Stream ausmachen und ins Bett gehen. Ein bisschen runterkommen, vielleicht noch eine Folge Serie gucken, 20 Minuten, fertig machen, Zähne putzen etc. Bis ich dann im Bett bin, ist auch ja, Minimum mal 22.30 Uhr. Deswegen... Und wäre ich jetzt auch topfit, also wäre ich jetzt topfit, wäre nicht müde und so. Alter, dann stehe ich auch mal um 5 auf und stream bis um 11, da bin ich auch schmerzfrei. Aber weil ich finde es gerade super anstrengend, auf dem Bildschirm zu schauen, weil meine Augen so brennen, weil ich einfach noch so am Arsch bin vom Wochenende und so. Deswegen mache ich meist um 9:30 schon den PC langsam aus. Ja, genau, ist auch. Auch dieses nachts noch irgendwie stundenlang im Bett liegen und scrollen, Instagram durchscrollen oder was, ist, glaube ich, auch hart ungesund, aber es ist einfach auch übelst verlockend oder übel schwer, es nicht zu tun. Auch so eine Sucht. Was soll ich jetzt tun? Diese... Wie soll ich das allein schaffen? Ihr seid nicht allein. Habt Vertrauen. Ich würde euch mehr verraten, wenn Ceridine mehr gesagt hätte. Ihr müsst Vertrauen haben. Ich bin gerade voll auf Hörspiele im Bett. Ich auch. Und zwar seit 3 oder 4 Jahren. Ich höre jeden Abend Hörbuch. Seit 3 oder 4 Jahren. Ich habe früher immer sehr, sehr, sehr viel gelesen. Ihr kennt mich nicht. Und doch soll ich Vertrauen haben. Leichter gesagt als getan. Dinge, die einem im Leben leicht fallen, sind unwichtig. Es zählen nur die schwierigen Dinge. Ihr habt eine gehende, grimassenschneidende Lehre. Tritt gleich zu Ende. Dabei handelt es sich um Liebe, nichts anderes. Diese Leere wird sich nicht füllen, denn die Liebe stirbt nicht. Gott, was habe ich getan? Es sieht doch so aus. Im Gegensatz zu den meisten bekommt ihr eine zweite Chance. Ich schlage vor, ihr ergreift sie. Warum helft ihr mir? Warum helft ihr mir? Ich diene meiner Herrin. Sie befiehlt mir, euch zu helfen, also helfe ich euch. Ceridine sagt, dass die Mauer zwischen den Lebenden und den Toten bedroht wird. Daran habt ihr wohl euren Anteil. Das fällt auf mich zurück. Ich kann nicht folgen. Nun ja, ich habe euch gefunden. Aber es ist euer Kummer, der euch verfolgt. Denn er will, dass ihr ihn spürt. Möglicherweise glaubt ihr, dass ihr mit den Geistern fertig seid, Wet McWraith. Aber sie sind ganz sicher nicht fertig mit euch. Ich gehe jetzt. Ruht euch aus. Warum meine Herrin euch auch immer gerettet hat, sie hatte gute Gründe. Die besten. Wo geht ihr hin? Nach Hause zu Ceridine. Sie braucht mich. Wo werde ich euch finden, sollte ich eure Hilfe brauchen? Sumpflande. Großes Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Ich dachte, sie sagt jetzt gar nicht. Nicht zu übersehen. Wir werden wissen, wenn ihr kommt. Dann wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen. Exakt, Verbanner. Und jetzt, dreht euch um. Was? Ich breche auf. Ja, und jetzt bricht doch auf. Was hat das mit mir zu tun? Warum muss ich mich jetzt umdrehen? Was zum... Oh, geile Mucke. Erinnert mich an Witcher. Erinnert mich mega an Witcher, gerade die Musik. Boah, mega atmosphärisch. So geil.
So gut, Alter. Ich wäre nicht so müde. Ich hätte so Bock weiterzumachen. So, aber das Ende der Erde, Aufgabe gestartet. Aber wir machen hier Schluss. Genau, was ich gerade sagen wollte, Hörbuch feiere ich total. Ich habe früher unendlich viel gelesen. Ich war immer auch einer der Ersten, wenn zum Beispiel Harry Potter, der neue Band rauskam, dann stand ich immer morgens in der Schlange vom Buchladen und wollte der Erste sein, der reingeht und sich den neuen Band kauft. Ja, so. Und irgendwann kam aber so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe mittlerweile gar nicht mehr die Zeit. Ich habe mittlerweile gar nicht mehr die Zeit, groß zu lesen, weil eigentlich das Problem so ein bisschen ist. Warte mal, was ist jetzt mit meiner Maus los? Was ist das? So. Weil eigentlich so ein bisschen das Problem ist, ich tue eigentlich Dinge, bis ich schlafen muss, und wenn ich ins Bett gehe, muss ich halt schlafen. So, und ich bin halt die ganze Zeit mit irgendwas anderem beschäftigt, sei es dann zocken oder keine Ahnung was. Oder arbeiten oder so, aber wenn ich halt ins Bett gehe, dann muss ich schlafen, weil ich eh nur noch gefühlt 5 Stunden habe, bis ich wieder aufstehen muss. Da setze ich mich ja nicht mal mit einem Buch nochmal 1 Stunde hin und lese was so. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, Hörbuch. Und das Geile am Hörbuch ist, ich kann super gut einschlafen. Ich kriege vorm Einschlafen so ungefähr 1/2 Stunde an Content mit, manchmal auch 2, manchmal auch 1, immer unterschiedlich, aber so ungefähr 1/2 Stunde im Schnitt. Dann kann ich 1/2 Stunde Hörbuch hören, krieg was mit, penne dann ein und am nächsten Tag mache ich mir 1/2 Stunde später das Hörbuch wieder an. Markus Heinz, Die Zwerge, habe ich mir komplett durchgehört. Irgendwann letztes Jahr, glaube ich. Supergeil. Die Zwerge fand ich super gut von Markus Heinz. Das war ein absolut geiles Hörbuch. Bin ich bei dir, Filat. Jetzt habe ich momentan, weil wir im März bin ich an Köln, bei Harry Potter, so eine Harry Potter Ausstellung, so mit optischer Täuschung und so, sieht übel geil aus, also die haben wirklich coole Sachen aufgebaut, und deswegen war ich jetzt gerade so auf dem Harry Potter Film. Ich habe auch meine Freundin, wir haben jetzt alle Teile nochmal durchgeguckt, jetzt habe ich mir parallel nochmal alle Hörbücher reingezogen, aber Hörbuch ist schon was Feines, muss ich sagen. Hör ich super gern zum Einschlafen. Und auch meine Freundin hat am Anfang sich super schwer getan, wenn ich abends immer Hörbuch angemacht habe. Die sagt immer, oh, komm, nicht schon wieder und das Rumgelaber und was weiß ich was. Mittlerweile, wenn ich es mal nicht anmache, was sehr selten ist, aber manchmal vergesse ich es, dann sagt sie, mach doch dein Hörbuch an. Ja, okay. Also mittlerweile möchte sie das auch.